Hallo meine lieben Qualmcats, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem neuen Video. Ja, das ist diesmal ein sehr ernster Fall, weil es um ein Kind geht. Der Fall liegt mir sehr am Herzen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr, als ich schon überlegt habe, so einen Kanal zu machen, war das das weiß ich noch ganz genau, das habe ich mir extra gemerkt, am 19.12.2021, da habe ich in der Zeitung Entschuldigung, ich bin immer noch was erkältet. Einen Artikel gelesen, dass beim Fußballspiel Everton gegen Arsenal in der sechsten Spielminute eine Schweigeminute eingelegt wurde. Und zwar für den kleinen Arthur, der ist 6 Jahre alt und mit den Worten: Arthur, wir lieben dich. Ich habe natürlich sofort recherchiert und wollte wissen. Es gab dann natürlich auch sofort Verweise oder man konnte sich schnell informieren, um was für einen Jungen es sich handelt und warum er tot ist. Und es hat mich wirklich richtig wütend gemacht und traurig, wenn ich so daran zurückdenke, als ich als erstes dieses Video sah, in dem dieser kleine Junge ganz verzweifelt auf der Bandaufnahme sagt: Keiner liebt mich. Keiner liebt mich, keiner gibt mir was zu essen, keiner gibt mir was zu essen. Ich kann diese Bandaufnahme leider nicht einspielen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das dürfte. Und von der Technik her wüsste ich leider auch jetzt nicht, wie das funktionieren würde. Deshalb habt ihr jetzt hier gleich die Seite, ihr seht die. Und da könnt ihr das Band, ich werde es auch am Ende nochmal einblenden, euch anhören. Und auf der gleichen Seite ist auch ein Video von ihm. Da wird halt gezeigt, wie dieser kleine Junge total entkräftet, wirklich versucht sein Bettzeug. Also er steht auf, er humpelt, er versucht sein, wer es jetzt nicht anschauen möchte. Er versucht, das ist halt im Zimmer aufgenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es in welchem Raum es ist, das stand nicht dabei. Der steht vom Boden auf. Ja, der Junge musste auf dem Boden schlafen. Und versucht halt, sein Bettzeug zusammenzulegen, sein Kissen zu nehmen. Der ist in einem Strampler zu sehen, den hat er wohl seit 5 Tagen an. Und er ist so entkräftet, er kriegt das kaum hin. Er humpelt dann ein wenig zur Seite und zieht dann, er braucht wirklich 2 Minuten, ganz erschöpft, wenn man dann später sieht, wie aus seinem Bild geht, das Bettzeug weg. Das ist eines der Videos, das aufgenommen wurde von den 22, was dokumentiert, was dem Kind angetan wurde. Also wie man sowas überhaupt aufzeichnen kann als Belustigung oder dergleichen. Ich habe keine Ahnung, was das. Das sind keine Menschen. Also ich habe dafür keine Worte. Aber ich habe mir geschworen damals, dass wenn ich den Kanal habe, ich auf jeden Fall an ihn erinnern werde. Und das möchte ich jetzt auch. Ich möchte, dass wir gemeinsam nochmal uns die Geschichte von dem Arthur Libinio Hooks, also er hat einen Doppelnamen, ansehen aus England. Und ich werde das einfach mal in meinen Worten so zusammenfassen. Ihr seht dann auch immer die Bilder, die ich einblende. Ich musste auch ein paar Stockfotos verwenden. Und hier nochmal die Warnung: Wer nicht gut mit sowas umgehen kann, den bitte ich doch bitte nicht, das Video zu sehen oder sich dann auch die Videos anzuschauen, die quasi das ganze Leid nochmal dokumentieren. Das Ganze hat sich, wie gesagt, 2021 abgespielt. Das ganze Schicksal nahm seinen Lauf, weil die Mutter von dem kleinen Arthur, ich glaube, im Englischen wird Arthur ausgesprochen, ne? Arthur sagen wir hier, Arthur. Die Olivia Libinho Halquo, ich hoffe, ich spreche das alles so gut aus, 26, jetzt wird sie 27 sein, das war ja letztes Jahr, musste halt 2019 für 18 Jahre ins Gefängnis, weil sie ihren Partner damals erstochen hat. Nun kommt Arthurs Vater ins Spiel, der den Jungen halt aufnimmt. Das ist auch am Anfang gar kein Problem, weil er wohnt halt in der Wohnung. Nebenan sind die Großeltern in einem Haus. Der kann jederzeit in den Garten gehen, der kann da spielen, dem geht's da gut. Ihr seht auch so ein Foto eingeblendet, wo er da in den Pool planscht. Bis dann das ganze Leid, seinen Lauf nimmt, als der Vater dann, ja, mit der neuen Freundin zusammenzieht. Also mit der Lebensgefährtin. Schicksal nimmt dann seinen Lauf, als der Vater mit der neuen Lebensgefährtin zusammenzieht. Das ist die Emma Tustin. Die ist selber Mutter von 4 Kindern, wobei 2 nicht in ihrer Obhut sind.
Und die hat halt quasi absolut, der Junge hatte schon verloren, weil er halt mit in ein Haus ziehen musste, wo er weder gewollt noch geliebt wurde. Sie wollte ihn einfach nur loswerden. Also das ist für mich ist das unvorstellbar. Also für mich ist das so, so unvorstellbar und so schrecklich. Also ich musste echt weinen. Also gut, dass wir es gemeinsam durchstehen nochmal und teilen, weil ich finde es halt wirklich total wichtig. Ja, die ziehen dann zusammen in das Haus. Schon nach kurzer Zeit fällt aber seiner, ja, wie gesagt, das Ganze hätte verhindert werden können, der Oma. Und das macht mich so, so wütend. Euch auch, hoffe ich. Der Oma, der ist aufgefallen, dass der Junge Verletzungen hat und sie ist hingegangen und hat die fotografiert. Hat sich ans Jugendamt gewendet. Das Jugendamt war wohl auch zu Besuch in dem Haus. Ich meine, die mussten doch wissen, die ist auffällig. Zwei Kinder sind nicht bei ihr. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich will es auch nicht. Und ja, sie hat auch der Polizei die Fotos gezeigt, aber es wurde abgetan, dass er sich beim Spielen verletzt hat. Es wäre wohl nicht so schlimm, es wäre wohl nichts. Ich bin mir sicher, die haben mit dem Jungen nicht alleine geredet. Und ganz wütend macht sie mich, dass es keine Konsequenzen hatte, das kann ich jetzt schon mal sagen, fürs Jugendamt und auch nicht für die Sozialarbeiterin, die sich sehr, sehr erstaunt hat vor Gericht unter dem Motto, wo hat denn der Junge die ganzen Verletzungen her? Ich bin ja schockiert. Also das ist, falls ihr das im Hintergrund hört, wundert euch bitte nicht, das ist mein elektrisches Katzenklo. Ich habe ein elektrisches Katzenklo, damit die Katzen immer eine saubere Toilette haben. Und wenn das sich dreht, also hört ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, da bohrt keiner oder so, das ist die Katzentoilette. Ja, also da fing es schon mal mit an, dass er hätte ja gerettet werden können. Zum einen verstehe ich nicht, warum sie das Kind nicht abgegeben haben. Sie wollte es doch gar nicht. Für mich ist die eine Sadistin, die das Kind gerne gequält hat und auch gern gefilmt dabei. Weil, wie gesagt, sie hätte es ja abgeben können. Es gab Großeltern, man hätte sagen können, wir kommen nicht damit klar. Es gibt Pflegefamilien, sie wollte das Geld wahrscheinlich einstecken. Ich weiß nicht, es gibt ja auch eine Art Kindergeld oder dergleichen wahrscheinlich in England. Aber es ist für mich eine Unglaublichkeit. Mir fehlen die Worte, wirklich, mir fehlen die Worte. Ja. Das Ganze wurde ja sehr dokumentiert, deswegen, weil es diese ganzen Videos gab und Sprachnachrichten, weil wir kommen jetzt mal zu den Quälereien. Erstmal hatte ich ja schon gesagt, das ist auch wirklich so, der arme Arthur, der musste auf dem Boden schlafen. Also übrigens, der Vater, der heißt übrigens Thomas Hughes, der ist 29, ja, der wurde ja auch eingeblendet. Schon von mir, das hatte ich jetzt versäumt, dass der Vater natürlich der Thomas Hughes 29, jetzt ist er 30, zusammen mit der Emma Tatin 33 jetzt, die war damals noch 32 letztes Jahr, dass die das zusammen in einem Zeitraum von 3 Monaten gemacht haben. 3 Monate hat der kleine Junge nur überlebt bei ihrem Haus. Die Stiefmutter lässt sich immer wieder neue Strafen einfallen, also wie schon gesagt, er muss auf dem Boden schlafen. Er wird nicht richtig versorgt mit Essen oder Getränken. Er wird die meiste Zeit isoliert gehalten. Manchmal ist er bis zu 14 Stunden allein. Die hat ihm auch öfters die Treppe runtergestoßen. Er muss einmal 14 Stunden lang auf einer Stelle stehen. Gelingt ihm das nicht, weil das Kind vielleicht so ausgezehrt ist, es ist ein kleines Kind, bekommt er zusätzlich Widerschläge. Das ist an der Tagesordnung. Er muss sich Beleidigungen anhören. Dass ihn keiner will, dass seine Mutter ihn nicht möchte, er wird gegen die Wand geschmissen. Es gibt Videos, da wird gezeigt, dass das Kind, also quasi während es 14 Stunden alleine ist, geht sie hin und kauft sich bei McDonald's Essen für sich, die Kinder oder ihn. Sobald der Vater zur Arbeit gegangen ist, schickte sie ihm Sprachnachrichten. Ihr seht auch so die Einblendung gerade wieder, die nur schwer zu ertragen waren für mich, auch fürs Gericht, ne? Aber sie sind ja wichtig, auch dass ihr sie erfahrt. Ich will dich, aber nicht ihn. Ich drehe ihm den Hals um. Buddel Arthurs Grab. Im Hintergrund das weinende Kind zu hören und das Schreiende. Einmal hat sie wohl auch gesagt, in einem anderen Artikel konnte ich finden, wenn du den Müll rausbringst, dann nimm doch gleich deinen Sohn Arthur mit. Und wenn ich nach Hause komme, dann drehe ich ihm den Hals um. Das Schlimmste war halt dieses Video. Oder vielmehr die Tonaufnahme, die wie gesagt auch gerne sich angehört werden kann, wo er sagt, keiner liebt mich, keiner liebt mich, keiner liebt mich.
keiner gibt mir was zu essen, keiner gibt mir was zu essen. Und es gibt auch eine Aufnahme, da schreit er immer wieder, wenn Papa kommt, schmeißt er mich aus dem Fenster, wenn Papa kommt, schmeißt er mich auf den Fenster. Das ist so, so schrecklich. Ja, das gesamte Martyrium, das findet ein Ende. Und zwar am 17. Juni 2020, als die Sanitäter gerufen werden und den kleinen Arthur, den finden sie leblos auf dem Boden liegend vor, auf dem Rücken liegend, die Lippen schon blau, und versuchen ihn natürlich wiederzubeleben. Er wird ins Krankenhaus gebracht, wo halt festgestellt wird, dass es ein schweres Hirntrauma gibt. Es gab stumpfe Verletzungen und der arme Junge, die Wiederbelebungsmaßnahmen, die hätten nichts mehr gebracht und wurden eingestellt. Was natürlich sofort augenscheinlich war, war, dass der Junge grün und blau geschlagen war, wirklich. Und zwar wurden insgesamt 130 Verletzungen bei ihm festgestellt. Also der ist wirklich zu Tode gequält worden. Die der Corona oder die Gerichtsmedizinerin, vor Ort beim Prozess war, die hat wirklich auch gesagt, sie hätte vorher noch nie so viele Verletzungen gesehen bei einem Kind. Und zwar war von Kopf bis Fuß blau geschlagen. Es wurden 93 Verletzungen, darunter Kopf, Arme, Beine, Füße, Oberkörper. Weitere 20 Blutergüsse auf Arm und 8 an der Brust und Bauch des Jungen. Und wie gesagt, diese Frau Dr. Lyle, die Gerichtsmedizinerin, sagte, dass sie sowas wirklich noch nicht gesehen hat. Also schrecklich. Auch wieder mal für die Geschworenen schrecklich, sich das ansehen zu müssen. Der Staatsanwalt, den ich zitiere, sagte, beide Angeklagten nahmen an einer Grausamkeitskampagne teil, die Arthur erheblichen Schaden und Leid zufügen sollte. Gewalt und Einschüchterung sowohl physisch als auch verbal waren an der Tagesordnung. Arthurs sichtbare Verletzung, sein miserabler körperlicher Zustand und seine offensichtliche Verzweiflung haben jeden Angeklagten täglich daran erinnert, wie weit der andere gehen würde, um ihn zu schaden. Sie hat einen Teil der Verhandlungen wirklich in der Zelle verbracht und konnte sich noch nicht mal dem Ganzen stellen, was sie angerichtet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der Großvater, mütterlicherseits, der hat auch natürlich sehr schwer gelitten darunter, und er sagte auch, der Opa sagte auch so zwischendrin während des Prozesses, ich kann das alles gar nicht verarbeiten. So eine Geschichte kann sich doch keiner ausdenken, sagt Halko. Peter Halko heißt der Opa. Meine Tochter ist wegen eines Tötungsdelikts im Knast und mein Enkel wurde zu Tode gefoltert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals darüber hinwegkomme. Das ist wirklich so für ihn die bittere Realität des Alltags. Und er sagt auch, ich habe die Todesstrafe nie befürwortet, weil ich weiß, dass Gerichte Fehler machen können, sagt er. Also sagt der Opa Peter Halko, der britischen Sun übrigens. In meinen Augen haben sie Recht auf Leben verwirkt. Sie dürften das Gefängnis nie wieder verlassen. Dann möchte ich noch quasi die abschließende Erklärung des Richters auch vorlesen. Der Richter bezeichnete Emma als manipulative Frau, die Mutter von 4 Kindern, von denen 2 in Obhut des Jugendamtes seien, erzählt nur Lügen, um ihre eigene Haut zu retten. Sie habe sich nicht einmal für den Tod ihres Stiefsohns entschuldigt. Sie wollte Thomas H. für sich und ihre Kinder haben und wollte nicht länger von Arthur belästigt werden, so der Richter zum Motiv der Mörderin. Der Richter bezeichnete die Tat als eine der beunruhigendsten Fälle, mit denen er jemals etwas zu tun hatte. Diese grausame und unmenschliche Behandlung von Arthur war eine bewusste Entscheidung. Man muss dazu auch noch sagen, sagte er, zu Thomas, dem Vater, der vor Gericht erschien, sagte er, wie gesagt, sie hat sich ja noch nicht mal vor Gericht getraut, sie waren Arthurs Vater, eine Person des Vertrauens und trugen die Hauptverantwortung für ihn. Er war extrem verletzlich, sagte der Richter entsetzt. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und es kommt dazu noch, dass die haben ihn zusätzlich auch noch versucht zu vergiften.
Das heißt, er war auch deswegen nicht mehr so in der Lage, sein Bettzeug zusammenzupacken, da der kleine Mann auch noch mit einer erheblichen Dosis Salz versucht wurde zu vergiften. Das wurde halt zusätzlich noch festgestellt, dass ihn, also es gibt auch dieses Video, dass die Stiefmutter, die schlägt ihn halt mit dem Kopf mehrfach gegen die Wand. Und sie wusste auch, sie hat sich wahrscheinlich informiert oder wusste es, dass 30 Gramm Salz bei Kleinkindern zu einer Vergiftung führen. Das kann der Körper nicht verarbeiten. Das führt zu Bewusstlosigkeit und dem Tod. Und wie gesagt, natürlich auch noch die 13 Minuten, wo kein Notruf gerufen wurde. Und das alles, ja, er konnte sich mit seinem kleinen Körper einfach nicht mehr zur Wehr setzen. Das Urteil ist, finde ich, wie ich, ziemlich milde. Sie hat 29 Jahre bekommen und er hat 21 Jahre bekommen, hat aber bis zum Ende sie in Schutz genommen und wollte halt nicht, ja, dass seine Eltern da mit drin in der Beschuldigung sind oder dass ihr die Schuld mitgegeben wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, lasst uns nochmal gemeinsam an den kleinen Arthur denken und bitte, bitte, das ist mir ganz wichtig, deswegen auch diese Sendung. Tut mir leid, wenn es jetzt ein paar Schnitte gab, weil ich husten musste und zweimal war ich so berührt, dass ich wirklich kurz innehalten musste, selber und mich beruhigen. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, wenn ihr mitbekommt, dass jemand misshandelt wird oder wenn ihr nicht in der Lage mehr seid, das kann immer sein, euch zu kümmern, holt euch Hilfe. Wenn ihr was seht, meldet das. Lasst nicht locker, lasst nicht locker. Wenn ich die Oma gewesen wäre, ich hätte ihn da rausgeholt. Wäre mir egal, ob ich wegen Entführung drangekommen wäre. Ist mir egal. Ich hätte ihn geholt. Ich hätte gesagt, ihr wollt ihn doch gar nicht. Oder auch mütterlicherseits der Opa. Ich weiß nicht, warum er ihn nicht aufnehmen dürfte. Tut mir bitte, bitte den Gefallen. Und wie gesagt, lasst uns noch mal den kleinen Jungen gedenken. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Nach der ganzen Geschichte jetzt, wie immer, nehmt euch mal euer Haustier, den Partner, die Familie, kuschelt mal, ruft mal wieder jemand an, denkt an jemand, denkt an euch. Und wenn ihr niemanden habt, fühlt euch imaginär von uns gedrückt ein bisschen. Ja, von mir. Und vielen lieben Dank für all die Abonnenten, vielen lieben Dank, für die ganzen Kommentare und habt schöne Feiertage. Bleibt uns treu. Lasst uns doch ein Abo da, ein Like und sagt, wie ihr das empfunden habt. Ist das nicht schrecklich? Und ob ihr euch das Video angeguckt habt oder die Tonaufnahme. Ja, macht's gut, bleibt gesund, eure Crime Cats. Bye, bye.